Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim SC Bulbasaur. Ja, die dritte Saison hat für uns tatsächlich recht gut begonnen mit einem 2:0 Auftaktsieg und der Tatsache, dass wir unsere Jugendakademie ein weiteres Mal ausbauen konnten. Ich klicke mal hier auf Weiter und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das zweite Spiel ablaufen wird. Ich habe mir überlegt, was ich denn mit unserem guten Zimmermann mache, der wahrscheinlich das nächste Spiel dann pausieren muss. Und das ist natürlich gegen Cottbus. Ich bin echt am Überlegen, ob ich ihn dieses Spiel schonen soll. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Zimmermann ist halt... Also, ich habe mir überlegt, sollten wir zur Saisonhälfte wirklich auf einem Aufstiegsplatz stehen, dann werde ich seinen Vertrag, denke ich mal, um ein Jahr verlängern, weil ich dann wirklich um den Aufstieg kämpfen möchte in der zweiten Hälfte. Wenn nicht, dann werde ich ihn nun mal verkaufen. Ich meine, Zimmermann, 112.000, das ist natürlich schon ansehnlich. Das ist natürlich schon ansehnlich. Frenkel kommt da noch so ein bisschen dran. Unser Torwart auch ungefähr. Ich frage mich generell, wie kommt man eigentlich an einen neuen Torwart in diesem Spiel? Also irgendwie muss man den irgendwie ausbilden? Oder ist das einfach nur ein Verteidiger, den man halt dann zum Torwart umbildet? Also könnte er zum Beispiel Verteidiger, Torwart werden, Barry? Könnte er das? Ich weiß es nicht. Wäre Frenkel ein besserer Torwart wie Niederstatter? Man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Gut. Genau, das nächste Spiel. Will ich Zimmermann schonen oder will ich ihn nicht schonen? Was haben die denn hier so? Das ist... Zimmermann könnte es hier über Außen tatsächlich versuchen, so ein bisschen. Ach du Scheiße, was ist hier denn? 13 und 26. Okay, die haben aber echte Nachwuchsprobleme. Ja, das sollten eigentlich drei sichere Punkte sein. Ackermann kann den Pass in den freien Raum. Und er hat das Talent abfangen, ja. Ich glaube, ich spiele so. So. Schauen wir mal, wie das zweite Spiel so läuft. Also, was ich mit Zimmermann mache, ich bin echt noch unentschlossen. Sehr gut. Ja, guck mal, Eismann kann doch endlich auch mal was abfangen. Auch wenn er hier den Ball wieder verliert. Aber das war doch eine gute Verteidigerleistung. Soll ich jetzt einen Abwehrmann rausziehen hier? Ich werde es tun. Ich könnte den Ball sicher abnehmen. 29. Ich könnte den Ball mit Pressing einfach so abnehmen oder ich könnte den Ball jetzt so abnehmen und dann noch versuchen mit... Ich riskiere es. Sehr gut. So. Dann versuch du, den Ball zu halten. Du hast nämlich eine ultra starke Kontrolle. Besonders wird die jetzt noch geboostet. Alter, er macht einfach mal erstmal die übelste Hardcore-Grätsche. Okay. Ja. Was? Was?
Das Tor darf niemals so fallen. Okay, Zimmermann, du wirst verkauft, wenn wir dieses Spiel verlieren. Das Tor darf niemals so fallen. Niemals. Das kann ja wohl nicht sein. Ach, jetzt zieht der auch noch hier hoch, ey. Willst du mich eigentlich verarschen? Okay. Zimmermann hat die Chance zum Ausgleich. Und er nutzt sie. Meine Drohung hat was gebracht. Sehr gut. Okay, es ist alles wieder drin. 26 Minuten, 1:1. Ja, das Tor, das durfte niemals so fallen. Oh, schon sehr gut abgefangen wieder. Sehr gut. Sehr gut. Oh, Leute, nicht schon wieder. Wieso hatte er denn jetzt wieder eine Bonusaktion, Mensch? So, dann werde ich diesmal den Ball wegpassen. Ein gelupfter Pass, der wird leider niemals ankommen. Ach komm, ein gelupfter Pass, da kannst du doch einfach gerade hinpassen. Das ist doch jetzt eine Verarsche. Das ist doch jetzt eine Verarsche. Scheiße. Er hat eine Kontrolle von 10. Ich versuche den gelupften Pass auf Zimmermann. Wow. Wow. Was war das denn? Was war das denn für eine Aktion? Also bitte. Wow, du gibst ihm den Ball wieder zurück. Ey, ihr seid auch Graupelgurken. Also Freunde, das geht so ja gar nicht. So. Ein langer Pass auf Wiedmann. Oder ein langer Pass auf Zimmermann. Ja, da muss der lange Pass auf Zimmermann kommen. Und er muss einfach irgendwie schießen. Das wird niemals funktionieren. Aber ich versuche es. 1:1 zur Halbzeit. Bin ich nicht mit zufrieden? Bin ich nicht mit zufrieden? Okay, zweite Hälfte. So. Gucken wir mal. Ja, ich komme hier außen gut dran vorbei. Aber hier ist es dann echt schwer. Ach, Zimmermann, jetzt vergeig es doch nicht. Zimmermann, er vergeigt es richtig hart. Das ist jetzt wichtig, dass er den verteidigt und er verteidigt nicht. Ach komm, gegen Wattenscheid kriegt ihr es nicht geschissen zu gewinnen. Das kann doch nicht sein. Meine Herren, das ist Wattenscheid. Okay, ich spiele den Ball einfach so nach vorne. Wieso kannst du denn jetzt keinen normalen Pass spielen? Hä? Das ist doch jetzt wieder so ein Bullshit. Wieso kannst du denn jetzt keinen normalen Pass spielen? Der steht doch drei Felder von dir entfernt quasi. Oh Mann, ey, ja, das, oh Gott, Leute, ey. Leute, ey. Ja, das ist keine gute Leistung. Das ist einfach keine gute Leistung.
So, wir spielen den Ball noch mal hier rüber. Das wird nur ein Unentschieden werden. Ja, wir versuchen den Zweikampf. Wenn ich jetzt noch eine Aktion. Pass in den freien Raum. Dann bekomme ich noch eine Aktion, weil das seine Spezialfähigkeit ist. Oh Gott, das könnte das 2-1 werden. Wiedmann hat es in der Hand. Ich bekomme, also ich bekomme zu 100% eine Aktion noch geschenkt. Das heißt, ich müsste schießen können. Es sei denn, das Spiel verarscht mich richtig hart. Und jetzt schieß! Wieso verarscht mich das Spiel? Ich habe eine Bonusaktion bekommen. Ich hätte noch schießen müssen. Ich hätte noch schießen müssen. Das ist jetzt richtige Verarsche. Das ist Beschiss. Okay, also sorry. Da muss ich mich über das Spiel aufregen. Das ist Beschiss. Wenn man eine spezielle Fähigkeit einsetzt, dann hat man eine Bonusaktion. Und ich habe gerade eine spezielle Fähigkeit eingesetzt. Das heißt, ich hätte hier mit 2-1 gewinnen müssen. Das. Also ganz ehrlich, das regt mich jetzt gerade richtig auf, dass das Spiel mich hier so bescheißt. Ich hätte eine Bonusaktion kriegen müssen, weil ich den Pass in den freien Raum gemacht habe. Das ist eine Spezialfähigkeit und die bringt mir eine Aktion. Also, ey, ganz ehrlich, wenn ich hier so um den Aufstieg beschissen werde, das ärgert mich. Ich wurde beschissen. Ich wurde hier um den Sieg betrogen. Ich hatte eine Aktion noch. Ich wurde betrogen. Aber die anderen haben gepatzt. Wie ich gerade sehe, ich bin auf einem dritten Platz. Mit einem Punkt Vorsprung, die anderen haben gepatzt. Oh Mann. Oh Mann. Okay, wir gehen mal zum nächsten Spiel. Noch ist alles gut. Energie Cottbus. Energie Cottbus. Was haben die denn hier so für Granaten? Ein Vielzieher in der Mitte. Ja. 37, 25. Aber hier ist noch potenziell so einer, der könnte gefährlich werden. Der Stein. Hat der Stein irgendeine Fähigkeit? Nein. Das heißt, eigentlich wäre es ja schlau. Wenn ich dann hier rüber gehe. Ich will doch, dass er hier an. Wieso wechselt er denn? Alter, das geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven. Wieso wechselt er denn jetzt hier rüber? Das verstehe ich einfach nicht. Weil im Prinzip ist es auch egal, wer hier eigentlich den Anstoß macht. Ja, aber er soll schon hier. Hallo, könntest du mal. Freunde. Nicht rüber weg. Alter, das Spiel geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven. So, dann mache ich halt so. Ist mir auch egal. Oder so. Ja, genau, jetzt. Ach, Spiel, ganz ehrlich, du gehst mir da hart auf die Eier. Okay. Probieren wir es mal ein bisschen crazy. Aber wenn ich Zimmermann jetzt spielen lasse, muss er nächstes Spiel auf jeden Fall pausieren. Ich glaube nicht, dass wir in dieser dritten Saison um den Aufstieg mitspielen werden. Ich glaube, ich werde Zimmermann ruhig verkaufen können zur Hälfte, damit ich die Jugendakademie hier ausbauen kann. Wobei, mir fehlen noch. Oh. Mir fehlen nur noch 50.000. Wer in meinem Verein würde mir denn noch so 50.000 einbringen? Ich sag mal so, wenn ich den guten Piel verkaufe.
Hier ist absolut nichts Interessantes auf dem Markt. Okay, darüber könnte man tatsächlich nachdenken. Okay, wir spielen erstmal gegen Cottbus. Mal gucken, ob wir unsere Aufstiegsposition verteidigen können. Wir brauchen 3 Punkte, um dies zu machen. So. Ein schöner Pass auf Simiermann. Ja, der bringt sich in eine Schussposition. Ja, genau, der Verteidiger kann da natürlich rein. Aber egal, Simiermann hat die Chance, uns die Führung zu bringen. Und der Verteidiger blockt das ab. Das ist ärgerlich. Die Chance zum 1:0 ist da. Sie war da. Die Chance war da. Okay, du wirst erstmal hier Pressing machen. Eismann, du wirst hier nach oben rücken. Und du wirst... ich bin überlegen, ob ich Simiermann vielleicht auf diese Position hier stelle. Na ja, komm, wir machen hier hinten dicht. Ab in die Verteidigung, Leute. Okay, der Pass war zu erwarten, aber was macht er jetzt? Der Pass darf niemals durchkommen. Niemals. Aber eine super Verteidigerleistung. Sehr schön. Wer hat die Fähigkeit, Pass in den freien Raum? Du. Das ist doch Pass in den freien Raum, oder? Das heißt, eine Aktion. Wenn ich hier in den freien Raum passe, habe ich immer noch 2 Aktionen. Ich versuche mal was. Ich hoffe, das Spiel verarscht mich jetzt nicht schon wieder. So. Jetzt kann ich nämlich... Das Spiel verarscht mich schon wieder. Ich kann seine Fähigkeit komischerweise nicht einsetzen. Sehr schön, danke Spiel. Das finde ich wirklich sehr, sehr nett, dass ich die Fähigkeit Pass in den freien Raum hier nicht einsetzen kann. Es müsste eigentlich gehen. Okay. Dann muss ich das so machen. Wieso verbraucht er eine Aktion? Ich müsste eine Aktion kriegen. Ist das, sorry, ist das Spiel gerade hardcore verbuggt? Ich krieg schon wieder eine Aktion abgezogen. Das funktioniert so nicht. Man kriegt eine Aktion, wenn man eine Spezialfähigkeit einsetzt. Dieses Spiel verarscht mich gerade richtig hart. Also, wenn das Spiel sich nicht an die eigenen Regeln hält, werde ich niemals aufsteigen. Das ist ja wohl gerade die richtige Hardcore-Verarsche. Ich hätte jetzt noch eine Aktion haben müssen. Alter, dieses Spiel. Wie es mich betrügt. Sorry, aber das ist echt Verarsche. Das ist echt Verarsche. Das ist absolute Verarsche. Dieses Spiel, ey. Jetzt kannst du nur einen gelupften Pass machen. Ja, ich weiß, warum das Spiel mir hier den Pass verbietet, weil ich nämlich ein Tor schießen würde. Das ist doch nicht normal, Freunde. Wieso kann ich hier keinen normalen Pass spielen? Das ist nicht zu weit weg, andere können das auch. Alter, jetzt kann ich wieder kein Tor schießen. Hier, 1, 2, 3, Tor. Das ist ein sicheres Tor. Aber das Spiel verbietet es mir, weil ich hier keinen Pass spielen darf. Keinen normalen. Oh, das kotzt gerade. Ohne Spaß, ich glaube, die nächsten Spiele werde ich
werde ich, glaube ich, zugucken. Ich werde das nächste Spiel, glaube ich, mal zugucken, weil ich habe auf diese verbuggte Scheiße langsam echt keinen Bock mehr. Mir werden hier Aktionen abgezogen, die ich bekommen müsste. Ey, das ist doch wohl... Alter, ein gelupfter Pass, ja klar. Der wird niemals ankommen. Wow, danke Spiel. Ich hätte jetzt ein Tor schießen können, aber das Spiel möchte nicht. Dankeschön, finde ich echt geil und so. Echt stark. So, vielleicht ziehe ich ja einen Foul und bekomme einen Elfmeter. Foul! Ich bekomme echt den Elfmeter. Ich bekomme echt den Elfmeter. Zimmermann holt sich den Alter. Okay, Wiedmann wird den Ball auf jeden Fall schießen. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ja gut, dann muss unser 20-jähriger Kammerling ran. Das hilft nichts. Komm schon! Nein! Er verschießt den Elfmeter! Oh, Leute. Er verschießt den Elfmeter. Ihr seid solche Tröten, ey. Also ganz ehrlich, wenn wir die dritte Saison hier nicht aufsteigen, dann liegt es ganz allein daran, weil unsere Leute inkompetente Vollidioten sind. Wie kann man denn bitte einen Elfmeter nicht verschießen? Also sorry. Meine Herren, wie kann man denn so inkompetent sein? Das wäre die sichere 1:0-Führung gewesen und sie kriegen diesen scheiß Elfmeter nicht rein. Und dass die Bälle hier gar nicht abgefangen werden. Ey, ohne Spaß. Wenn wir dieses Spiel verlieren, werde ich den Rest der Saison simulieren. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Auf so eine Scheiße, also ganz ehrlich, ja genau, 9. Ja, auch 9. Da ist doch, hallo. Jetzt muss ich hier einen rausziehen. 3 und, oh Leute, ey, sag mal, was macht ihr denn hier eigentlich für eine Scheiße, sag mal. So, Pressing. Und jetzt gewinnst du diesen 2K. Das kann nicht sein. Leute, ihr seid der inkompetenteste. Ey. Alter, Alter. Meine Herren, ey. Boah. Regt mich diese Mannschaft gerade auf. Es sind Fünftligisten. Ich weiß, die können nicht Fußball spielen. Aber trotzdem. So, 2 Aktionen. Der lange Pass könnte ankommen. Und er kommt sogar an. Ach, jetzt kriege ich eine Aktion gut geschrieben. Ja, danke schön auch. Ja, dann muss Wittmann jetzt hier laufen. Und versuchen zu schießen. Das wird niemals funktionieren. Ich versuche es einfach mal mit einem Gewaltschuss. Ne. Oh Mann, ey. Sehr gut. Das ist jetzt ein wichtiger Zweikampf und er verliert ihn. Er verliert ihn. Oh meine Güte, Leute, ey. Aggressiver Zweikampf muss sein. Müsste ich eigentlich eine Aktion für kriegen, kriege ich aber wieder nicht. Dankeschön, Spiel. Ah, das ist herrlich, ey. Diese Randomness. So, aber du kannst hier einen Pass in den freien Lauf machen. Dadurch kriege ich auf jeden Fall eine Aktion wieder. Es sei denn, das Spiel bescheißt mich mal wieder. Nein, es bescheißt mich nicht. So, ich müsste jetzt eine Aktion gut geschrieben kriegen. Laut Reglement und es... Es ist unglaublich. Dieses Spiel... Wahrscheinlich kriegt man das irgendwie nur einmal pro Spiel oder so. Ich kann mir das nicht anders erklären, ehrlich gesagt. Ne, Freundchen. Unentschieden. Gut.
Ich werde mir die nächsten Spiele definitiv nur angucken. Auf sowas habe ich echt keinen Bock mehr. Ja, genau. Er verliert mit 3. Ja, Alter. Wollte mich eigentlich verarschen. So. Mach mal einen schönen gelupften Pass. Und aus. Unentschieden. Weil ihr einen Elfmeter verschossen habt. Ja, Simon, du kannst dich schon mal verabschieden. Du kannst dich schon mal verabschieden. Ah, 430, das ist aber gut. Ja, jetzt sind wir nämlich nur noch auf Platz Nummer 5 und haben einen Punkt Rückstand. Ich werde die nächsten Spiele definitiv nicht simulieren, weil dann spielen wir immer unentschieden. Ich werde es mir einfach mal angucken. So, wir können unseren Torwart upgraden. Das ist natürlich sehr schön. Du erlernst mal das hier. Oh Mann, ey, was ein Graupelspiel, ey. So, das Spiel werde ich mir angucken und nicht selber spielen, weil ich sehe es ehrlich gesagt nicht mehr ein, dass, wenn ich die Leute steuere, ja, irgendwie nichts mehr bei rumkommt. So, aber ich mache vorher natürlich noch die Aufstellung. Ich meine, wir sind nur ein Punkt hinterm Aufstiegsplatz. Es kann noch immer gelingen. Und ich will die Saison ja eigentlich auch gar nicht aufsteigen. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier, ey? So. Ach so, Barry kann ja jetzt übrigens spielen, ne? Der gute Barry. Der wird mal für ihn hier reinkommen. So. Gut. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie meine Mannschaft spielt, wenn ich sie nicht selber steuere. Alter, wir haben fast über 100 Fans. So, zuschauen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie spielt meine Mannschaft, wenn ich zuschaue? Das ist auch mal ein interessantes Experiment. Also, Fakt ist, wir brauchen gegen Kickers Offenbach 3 Punkte. Weil wir möchten wieder auf einen Aufstiegsplatz kommen. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Was machen meine Leute, wenn ich sie nicht steuere? Das ist ein Experiment. Er macht auf. Ernsthaft. Okay. Ernsthaft. Das macht die KI. Ernsthaft? Oh Gott, ey. Leute, was macht ihr denn da? Ja? Es sieht eigentlich doch recht souverän aus. Oh Gott. Na? Vielleicht sollte ich meinen Leuten öfters zugucken. Vielleicht bin ich einfach zu inkompetent für dieses Spiel. Wer weiß. Oh Gott. Ja, ich möchte noch mal erwähnen, wir brauchen 3 Punkte. Ansonsten werde ich Siebermann verkaufen, ne? Ich wollte das nur noch mal sagen. Alter. So, jetzt bin ich mal gespannt, Ecke. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was die KI da macht. Jetzt bin ich richtig gespannt. Wieso können die meine Leute rausdrängen? Ich verstehe es nicht. Ich kann das nicht beim Gegner, aber sie können das bei mir. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Aha. Aha, ja. Okay. Oh Mann, ey. Okay. Sieht ja noch okay aus bisher. Vielleicht sollte ich meine Leute öfter spielen. Was war das denn jetzt gerade, bitte? Ja! Oh, oh, oh,
Gottes Willen! Um fucking Gottes Willen! Was ist das denn gewesen, ey? Alter, wenn ihr jetzt doch das 1-0 kassiert... Ey, ohne Spaß. Ich werde kein Spiel mehr... Alter, unser neuer... Das ist doch unser neuer hier, oder? Barry, ey, Barry. Ohne Spaß, ey. Halbzeit 0-0, okay. Möchte ich auswechseln? Ehrlich gesagt, nö. Leute, ich möchte ja keinen Druck machen, aber ich werde Zimmermann verkaufen, wenn wir nicht um den Aufstieg mitspielen diese Saison, damit ich unser Jugendzentrum ausbauen kann. Ich sage es euch nochmal im Guten, ne? Oh, Torschuss. Torschuss! Und Zimmermann hat mich gehört, da ist die 1-0-Führung. Jawohl. Sehr gut. Ich sollte meinen Leuten öfters drohen, das hilft. Das hilft echt. Ja, komm schon, Leute. Den Ball erobert ihr zurück. Sehr gut. Sehr gut. Was? Was zum Henker? Wieso geht Frenkiel in die Offensive? Was zum Henker ist hier los? Alter, Leute. Du brauchst ihn doch nicht. Was macht ihr denn hier? Okay, komm. Jetzt pass auf Zimmermann. Pass auf Zimmermann. Pass auf Zimmermann. Pass auf Zimmermann. Sehr gut. Ja, am besten Position halten, ne? Was? Alter Zimmermann! Alter Zimmermann, ey. Das war mal ein Kanonenschuss, ey. Zur Ecke, ey. Okay. Ohne Spaß, vielleicht sollte ich öfters zugucken. Meine Leute können alleine recht okay spielen, wenn man jetzt mal von der einen Situation absieht. Ja, komm, pass in die Mitte. Pass in die Mitte. Sehr gut. Sehr gut. Komm schon. Schieß, schieß, schieß. 2-0, easy. Jawohl. Alter. Okay, Auswechslung. Kamerling kommt für Zimmermann. Und du kommst für Frenkiel. So, zwei Leute ausgewechselt. Die können sich die letzten Minuten ein bisschen schonen. So, komm, abwehren. Komm, der Angriff muss abgewehrt werden. Ja, sehr gut. Und das ist ein souveränes 2-0. Ich bin begeistert. Jawohl, Alter. Komm, schieß. Na, schade. Okay. Das war ein souveränes 2-0. Sehr gut, Freunde, sehr gut. Das war ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich glaube, ich guck die nächsten Spiele auch noch zu. Ja, guck mal, easy. Sehr gut. So, 3 Punkte. Dann schauen wir doch mal. Natürlich haben die anderen auch alle gewonnen. Wenn ich gewinne, gewinnen die anderen natürlich auch immer. Das steht natürlich außer Frage. Gegen wen spielen wir denn hier? Viktoria Köln. Hm. Ja, das ist ein wichtiges Spiel tatsächlich. Was zum Henker geht hier denn ab? Was ist hier denn los? Okay. Was versuchst du denn hier, Kollege? So. Okay. Hm.
Schauen wir mal zu. Mal gucken, was unsere Leute reißen können. So, wir haben auf jeden Fall den Anstoß. Die stehen wirklich sehr merkwürdig tatsächlich. Ah, das war ein sehr guter Pass. Ja, das ist wieder das Zimmermann. Das ist Zimmermann. Wieso kann er... Okay. Ja, wie weit er laufen kann, genau. Ja, das ist der Tabellenerste. Das darf man nicht vergessen. Das ist der Tabellenerste. Ein Unentschieden gegen den Tabellenersten wäre okay. Aber wir brauchen natürlich die 3 Punkte für den Aufstiegskampf. Ich sag mal so, wenn wir nicht zur Halbzeit auf einen Aufstiegsplatz stehen, werde ich Zimmermann verkaufen, um unsere Jugendakademie auszubauen. Also wenn meine Mannschaft wirklich aufsteigen will, dann sollen sie hier alles geben. Ansonsten werde ich das vertagen, und zwar extra. Was ist das denn gewesen? Das war jetzt mal gar nichts, ey. Oh Gott! Alter! Alter, mutig. Was versuchst du denn da immer? LOL! Alter, was ein Pass! Was ein Pass! Zimmermann! 1:0. Alter, was ein Pass. Holy shit! Okay, KI, ich lass dich vielleicht jetzt öfter spielen. Okay, sie haben 3 Aktionen, dann ist Halbzeit. Komm schon, Leute. Komm schon, Leute, ihr schafft das. Ihr schafft das. Ja, von da aus wird er niemals ein Tor schießen. Das wird er niemals schaffen. Oh, oh. Halbzeit. Wir führen mit 1:0 tatsächlich. Und Frenkiel, der braucht ganz dringend eine Pause. Den werden wir auch auswechseln, Frenkiel. Alter. So, die kommen ja mehr über außen, ne? So. Ich bin überlegen, ob ich ihn hier einfach hier reinziehe. Aber das werden sie sicherlich checken. Zimmermann werde ich auswechseln, aber jetzt noch nicht, glaube ich, tatsächlich. Okay. Alles klar. Sie haben den Anstoß. Oh Mann, wir führen tatsächlich mit 1:0 gegen den Tabellenführer. Das ist natürlich sehr stark. Und so ein Pass darf niemals durchkommen. Niemals. Ja? Ohohoho. Sie wollen es wissen. Komm schon, KI. Alter, wenn wir das Spiel gewinnen, ey, dann werde ich mir nur noch Spiele angucken. Okay. Oh, Leute. Leute. Alter, was passiert hier bitte? Alter. Nein, was machst du denn? Pass doch auf den hier unten. Was machst du denn? Bist du denn bescheuert? Alter. Alter, pass nach vorne. Nicht halten, was machst du denn? Oh Gott. Oh Gott, ich kann nicht hinsehen. Ich kann nicht hinsehen.
kann nicht hinsehen. Ich kann nicht hinsehen. Leute, jetzt macht nicht auf. Ihr macht jetzt nicht die Verteidigung auf. Ihr macht die Verteidigung auf. Gelbe Karte. Oh Leute, nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh, Alter. Alter, jetzt vergeigt es nicht. Jetzt vergeigt es nicht. Spielt den Ball einfach nach vorne. Die werden es in drei Aktionen niemals schaffen. Was machst du denn? Was tust du da? Der wird den Ball halten, oder? Oh, Junge. Bist du bescheuert? Freistoß! Der hat Freistoß rausgeholt. Okay, Leute, ihr macht das jetzt bitte ganz safe. Ihr macht das jetzt bitte ganz safe. Bitte safe. Die machen es ganz safe. Sehr gut. Sieg gegen den Tabellenführer. Alter, ich werde jetzt nur Spiele angucken. Oh. Eismann hat rot gekriegt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Egal, wir haben gewonnen. Scheiß drauf. Das ist der Sieg. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. 440, ein Prestigepunkt und 5 weitere Fans. So, komm, also jetzt sind wir aber wohl wieder auf dem Aufstiegsplatz, oder? Das ist echt unglaublich, wie natürlich alle anderen immer gewinnen, wenn wir auch gewinnen. Es ist einfach nur... Sorry, es ist einfach unfair. Also das ist Bullshit. Okay. Oh, was machen wir? Fängt Torschüsse ab oder? Ich würde sagen, fängt Torschüsse ab. Gruppenbonus, jawohl. Sehr gut. So, Eismann ist für 3 Spiele gesperrt. Das ist natürlich nicht sehr schön. Aber wir haben mit Nennhuber. Achso, mit. Verteidigung. Okay. Ich glaube, Frankie muss mal dringend Pause machen. Was macht man jetzt mit dem guten Eismann, ey? Das ist eine sehr gute Frage. Für 3 Spiele gesperrt. Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin am Überlegen, ob ich einfach noch einen weiteren Verteidiger reinstelle. Das ist eine sehr gute Frage. Wattenscheid. So, Frankil ist aber richtig hart am Arsch. Der wird auf jeden Fall nicht spielen. Schwierig. Heidmeier, das ist natürlich auch sehr schwer. Okay, was haben die denn hier so stehen? Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Soll ich so versuchen? Bei außen so ein bisschen. Oh Mann, wir sind ein Punkt hinter Platz 1. Okay, komm, alles oder nichts, zuschauen. So. Schauen wir mal.
Wattenscheid beginnt. Sehr gut. Ja, das will ich von einem Verteidiger sehen. Sehr gut. Oh, Leute. Hallöchen. Alter Simmermann, das 1 zu 0. Ohne Spaß, diese Saison spielen wir echt wieder um den Aufstieg mit. So, werden sie es nochmal versuchen? Sie werden es nochmal versuchen. Aber sie kommen nicht. Komm, selber Spielzug nochmal. Go, go, go. Sehr gut. Komm schon, komm schon. Sehr gut. Und Zimmermann. Schieß, 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 schieß. Ja, voll. Alter. Wie geil. Oh, das könnte. Das könnte. Also. Ja, jetzt werden die aber langsam auch geboostet. Oh, sie versuchen es wieder. Oh, Zimmermann ist schon ein bisschen müde. Ist schon ein bisschen müde. Aber Wattenscheid hat absolut keine Chance. Alter, ohne Spaß. Das könnte das beste Spiel werden. Ah, sie macht es ein bisschen anders. Ne? Zimmermann, sie versuchen Zimmermann zu schonen, offenbar. Ah, schade. Ja, Wattenscheid geht leicht die Pumpe, habe ich so das Gefühl. Ja, da darf er eigentlich nicht durchkommen und kommt er auch nicht. Das, Freunde, will ich so nie wieder sehen. Wieso verteidigst du denn nicht den Ball? Du hattest doch noch eine Aktion, dann verteidige doch wenigstens den Ball. Was war das denn jetzt für eine strunzdumme Aktion? Also sorry. Er hätte doch Kontrolle machen können. Ja, das ist ein Tor. Wieso verschenkt der NPC denn? Oh, Leute. Wieso verschenkt der NPC denn diese Aktion? Er hätte doch noch Kontrolle machen können. Ja, Freunde, jetzt haben wir natürlich wieder ein Problem, ne? Jetzt haben wir natürlich wieder ein Problem. So. So, 2-1. Ich möchte 3 Punkte haben. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Und das ist ein Torschuss, oder? Jawohl. Ah, es hat nicht. Ah, schade. Schade, schade. Aber Leute. Das war ein gefährlicher Pass. Tatsächlich. Wow, ernsthaft. Leute, ihr gebt eine 2-0-Führung nicht aus der Hand. Ich drohe nochmal, es geht um Zimmermanns Karriere. Ich werde nur Zimmermanns Vertrag verlängern, wenn wir einen Aufstiegsplatz zur Halbzeit haben. Ansonsten nicht. Leute. Ich möchte ja nicht drängen, aber würdet ihr eventuell mal so in Betracht ziehen, den Ball zu erobern? Der Ball, das ist dieses runde Ding, was gerade vor eurem Fuß rumrollt. Bitte! Ey, ohne Spaß, wenn ihr nach der 2-0-Führung gleich das 2-2 kassiert. Ich warne euch. So, Freunde, ihr werdet. Wieso ziehst du den denn weg? Was machst du denn, Alter, Junge? Okay.
Wieso läufst du denn nicht dahin? Was machst du denn? Oh, Leute. Aber das ist es, oder? Das ist der Sieg. Das ist der 2-1-Sieg. Jawohl. Alter, Siegesserie. Holy shit. Leute, ich bin beeindruckt. Ich bin echt beeindruckt. Alter, wir haben schon 92 Fans. Und uns fehlen nur noch 9 Prestigepunkte fürs, ja, Aufleveln, sag ich mal. Hä? Was ist das denn? Wieso haben wir denn immer noch 11? Wir haben gerade gewonnen. Hä? Ich check hier gerade. Was zum Henker? Wir haben doch gerade gewonnen. Entschuldigung, wir müssten 14... Hä? Wir hatten doch vorher nicht 8 Punkte, oder? What? Was zum Hin... Moment, War das gerade Pokal? Oh Gott. Das war Pokal. Das war die Qualifikationsrunde für den Prestige-Pokal, die wir mit... Oh, ich dachte, das wäre Liga. Ich war... Ach, stimmt. Stimmt, wir müssen uns ja diese Saison wieder qualifizieren. Oh, scheiße. Ja, super. Dann hätte ich niemals... Ja, das war jetzt natürlich... Das war jetzt natürlich ein leichter Fail. Scheiße. Okay, ja gut, dass wir die Qualifikation zum Pokal mit 2-1 gewonnen haben, ist natürlich gut. Aber ich dachte, das wären 3 Punkte. Okay, warte mal. Okay, wenn wir dieses Spiel gewinnen, sind wir auf jeden Fall auf einem Aufstiegsplatz. Okay. Boah, Alter, ey, das Spiel, ey, das macht mich noch fertig, ey. So. Okay. Okay. Eismann ist noch 2 Spiele gesperrt. Komm Leute, das schafft ihr. Nächstes Spiel. Ich sehe schon, das wird eine sehr lange Folge, weil ich gerade im Mega-Rausch bin. Sehr gut. Gute erste Aktion. Ja, guter Ballgewinn. Guter Ballgewinn. Ja, das ist ein Rumgekicke im Mittelfeld. Ein Rumgekicke im Mittelfeld. Ne, Freund. Das kannst du aber vergessen, ey. So, was macht die KI jetzt? Sie spielt zurück. Das finde ich nicht gut. Was hat die KI vor? Alter! Das war ein sehr guter Spielzug. Okay, warum er da jetzt schießt und nicht einfach den Ball hält, verstehe ich nicht. Na, Schweinfurt, wie fühlt es sich wieder an, in der schlechtesten... Alter! In der schlechtesten Liga zu spielen. Junge, was machst du da? Was machst du da? Was machst du denn da? Nein! Okay, immerhin ein Foul. Könntet ihr bitte den Punkt hier vielleicht doch zumachen? Oh Mann, ey. Oh, Leute! Oh.
Wenn es drauf ankommt, dann verliert meine Mannschaft immer. So wird man nicht aufsteigen, wenn man immer dann verliert, wenn man aufsteigen kann. Kurz davor. Leute, das darf nicht passieren. Alter, Leute, komm schon, einmal gewinnen, wenn es wichtig ist. Ist das denn so schwer? Ich weiß, ich möchte diese Saison nicht aufsteigen, aber trotzdem, es wäre natürlich schön, wenn es trotzdem funktioniert. Ich will diese Saison eigentlich nicht aufsteigen, aber es wäre natürlich schön, wenn es trotzdem funktioniert. Und diese Saison haben wir wieder die Chance. Wow, ernsthaft? Ja, meine Leute verlieren alle Zweikämpfe, ist klar. Ist klar, dass meine Leute alle Zweikämpfe verlieren, ist klar. Halbzeit 1 zu 0. Ach, Leute, ey. Was soll man dazu sagen? Zweite Halbzeit. Ach schön, meine Leute versuchen gar nichts, den Ball wieder zurückzuerobern. Das ist ja herrlich. Ey, komm, Schweinfurt ist nicht so gut. Die kann man besiegen. Oder zumindest ein Unentschieden. Zumindest ein Unentschieden, Freunde. Ein Unentschieden muss drin sein. Wir dürfen den Anschluss jetzt nicht verlieren. Ey, komm, jetzt renn da wenigstens noch hin. Dankeschön. Oh, Leute, ey, ihr verkackt auch immer die Spiele, die am wichtigsten sind. Ihr gewinnt alle Spiele und wenn man dann so einen Punkt vor dem Aufstieg steht, dann verliert ihr alles. Das ist echt unglaublich, ey. Oh, Gottes Willen, ey. Und er verbrät seine letzten beiden Aktionen. Hol doch die Spieler wenigstens noch zurück. Was macht die KI denn? Oh, Gott. Wäre es eventuell möglich, dass ihr noch ein Tor schießt? Ich möchte euch ja nicht drängen, aber das Tor jetzt. Wieso schießt er denn? Passt doch da hoch in den freien Raum. Was macht ihr denn? Der da oben steht doch voll kopffrei. Was macht ihr denn? Oh, alter Vater, ey. Ich werde hier noch komplett bescheuert, ey. Ja, jetzt geht der nämlich dahin. So, jetzt habt ihr nämlich den Salat. Jetzt geht nämlich kein Unentschieden mehr. Was machst du denn? Junge, spiel nach vor... Alter, ernsthaft? Ernsthaft? Das macht die KI absichtlich verlieren? Ernsthaft? Wow. Die KI hat gerade absichtlich verloren. Wow. 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 Die KI hat gerade absichtlich verloren. Ich fasse es nicht. Absichtlich verloren. Aber wir stehen immer nur noch einen Punkt hinter dem Aufstiegsplatz. Aber ich glaube, es wird auch ganz schön eng, oder? Ja. Ein Spiel noch, Freunde. Ein Spiel noch. So, wir können einen Spieler upgraden. Oh, Kammerling. Das ist natürlich sehr gut. Sehr gut. Ich mache einfach hier eine mega krasse, übelste Hardcore-Folge raus. So, in 6 Tagen verlässt uns Mauser. Das macht aber nichts, weil wir haben Ernst. So. Verträge. Ja, ich weiß. So. Gegen Alemannia Aachen, das letzte Spiel der Hinrunde. Tja. Jetzt entscheidet sich, meine Mannschaft muss gewinnen. Oder warte mal, ich schau mal.
Ja, wir stehen in, also wir können noch den dritten Platz halten, aber meine Mannschaft muss auf jeden Fall gewinnen, weil sie haben das bessere Torverhältnis. Ah, Position 4 ist natürlich wieder stark. Ah, Schweinfurt will sofort wieder aufsteigen. Die schaffen das natürlich auch noch, ey. Oh, komm schon, ey. Ein Punkt hinter einem Ausstiegsplatz. Okay, schauen wir es uns an. Wie machen wir das? Ich glaube, so ist das tatsächlich ganz gut. Alter, 37 in der Mitte. Okay. Ich denke mal, so spiele ich. Okay, Freunde. Ein Punkt trennt uns von einem Aufstiegsplatz zur Halbzeit. Sollten wir diesen Aufstiegsplatz nicht bekommen, werde ich Zimmermann verkaufen. Ich würde mich an eurer Stelle jetzt anstrengen. Es geht um Zimmermanns Karriere. Wobei, vielleicht werde ich es auch trotzdem so verlängern, aber davon sage ich mal noch nichts. Alter, was ein Spielzug! Was ein Spielzug! Das muss ein Tor werden. Das ist ein Tor. Das. Und das war Wiedmann, das war nicht Zimmermann, das war Wiedmann. Das ist das saufrühe 1 zu 0. Alter, ohne Spaß. Meine Mannschaft kämpft um Zimmermanns Karriere und zwar richtig hart. So. Sehr gut. Wir haben die Mannschaft richtig gut im Griff. So. Sehr gut. Alter, Wiedmann. Wiedmann mit der erneuten Chance. Und das muss es eigentlich sein. Und das ist es auch. 2 zu 0. Alemannia Aachen wird überrannt. Alter, was ist hier gerade los? Was ist hier gerade los? Was ist hier los? Alemannia Aachen ist komplett am Kollabieren hier. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar, was hier gerade los ist. Alter, meine Mannschaft spielt wie wahnsinnig. Boah. Wiedmann versucht sich hier richtig zu beweisen. Zimmermann brauchen wir nicht, wir haben Wiedmann. Dankeschön, nehme ich gerne. Nehme ich gerne. Wieso passt du denn nicht direkt auf? Alter, in die Lücke! Wiedmann mit dem Hattrick! Schafft er den Hattrick? Wiedmann! Nein, er schafft es nicht. Alter, Halbzeit 2-0. Okay, wir werden die Position wechseln von Wiedmann und Zimmermann. So. Okay, Wiedmann ist aber gerade richtig hart am Arsch. Aber das macht gar nichts, denn wir werden Kamerling reintun. So. So. Okay, Leute, komm schon. Komm schon, ich will was sehen. Sehr gut. Das ist ein Zimmermann, wie er im Buche steht. Das ist doch Zimmermann, oder? Das ist Zimmermann. Er steht alleine vorm Tor. Zimmermann, kann er das 3-0 machen? Nein, kann er nicht. Zimmermann vergeigt es. Oh, Leute, meine Mannschaft will es richtig hart wissen. Sie wollen Zimmermann halten. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt der Pass auf Zimmermann. Jawohl, Zimmermann. Alleine vorm Torwart. Und ein Zimmermann, der macht das natürlich. 3 zu 0. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? 3 zu 0. Das sind 3 Punkte.
Alter, meine Mannschaft überrennt sie gerade komplett. Oh Mann, bitte. Lass die anderen verkacken, damit ich auf einem dritten Platz stehe. Das hat sich diese Mannschaft sowas von verdient. Guckt euch an, wie die spielen. Die spielen wie die Wahnsinnigen. Alter, was ist denn hier los? Zimmermann, macht er das 4 zu 0? Nein, er macht es nicht. Aber er behält den Ball, das ist ja unglaublich. Na, aber er kann es nicht verteidigen. Oh oh, da hinten tut sich eine starke Lücke auf. Da tut sich eine sehr starke Lücke auf. Aber unser Torwart hält. Und damit kehrt wieder Ordnung ein. 85. Minute. Schaffen sie noch ein schmeichelhaftes 3 zu 1? Mal gucken. Das ist ein souveräner Sieg. Das reicht nicht mehr. Das Spiel ist vorbei. 3-0 gewonnen. Hä? Lol. Alter, unser Torwart. Ich dachte, es wäre vorbei. Alter, unser Torwart. Oh, was geht denn jetzt ab? Alter, Leute. Ihr macht jetzt nicht im Ernst. Okay. Kammerling, er muss schießen. Komm schon, Kammerling, schieß. Schieß. Er schießt. Und es klappt nicht. Aber das ist der 3-0-Sieg. Oh Gott. Alter. Leute, das war richtig stark. Das war richtig, richtig stark. 7 neue Fans. Wir haben genau 100 Fans. Alter, diese Saison, es könnte klappen. So, wir haben die anderen gespielt. Ah, das sieht mir nicht so aus, als hätten die anderen gepatzt. Doch, haben sie. Wir sind 2 Punkte. Okay. Also, 2 Punkte. So gut waren wir noch nie zur Halbzeit. Dritter Platz und 2 Punkte Vorsprung. Und wir können Wiedmann upgraden. Das geben wir ihm mal. Und ein Gruppenbonus. Sehr gut. Alter. Okay, ich würde mal sagen, zur Feier des dritten Platzes mit 2 Punkten Vorsprung geben wir uns noch gerade das Rückspiel. Aber das werde ich, denke ich, mal simulieren. Also ich denke mal nicht, dass meine Leute hier verkacken werden. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass ich das Spiel hier recht schnell simulieren kann. So, Kammerling. Kammerling möchte etwas lernen. Er möchte den Einwurf lernen. Sehe ich keinen Sinn drin. Lern du mal bitte die Kopfballstärke. So. Wie machen wir das denn hier? Wir klicken mal hier auf den Gegner. Ja, das ist... Also, komm, ey, ganz ehrlich. Wobei, ich glaube, das Spiel schauen wir uns noch an. Die Folge hat sowieso Überlänge. Das Spiel schauen wir uns einfach noch mal an. Warum denn nicht? So, Ackermann hatte doch die tolle Fähigkeit. Na gut, aber ich würde sagen, ich löse erstmal gerade mein Versprechen ein. Mit Zimmermann. Achso, ich kann hier gerade gar nichts machen. Ja, komm, dann gucken wir uns das Rückspiel an. So, wir qualifizieren uns mal für den Prestigepokal. Hinspiel 2-1 gewonnen, Rückspiel sollte kein Problem sein. Wir schießen uns nochmal schön warm fürs 16-Finale, habe ich gehört. Ja gut, oder auch nicht.
Oh Mann, dritter Platz mit 2 Punkten Vorsprung. Wir könnten tatsächlich diese Saison aufsteigen. Es wäre phänomenal. Aber ich werde trotzdem einen Spieler verkaufen, um meine Jugendakademie jetzt schon auf die volle 2 Sterne upgraden zu können, damit der nächste Jugendspieler Stufe 10 bis 20 ist. Oder war es 10 bis 15? Ich weiß es nicht. Oder 5 bis 15, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, dass wir es aufbauen. Das hätte ich doch schon sehr gerne. Dann kriegen wir nämlich zur Halbzeit hier ein richtig geiles Jugendtalent und am Ende des Jahres nochmal. So, was guckt ihr hier eigentlich so rum, wenn ich mal so fragen darf? Meine Mannschaft möchte wahrscheinlich einen Unentschieden holen, um sich sicher zu qualifizieren. Irgendwie sieht es gerade danach aus. Na. Tja, ich sag mal so, wir müssen nicht zwangsläufig ein Tor schießen, das müssen die schon machen. Also ich bin hier ganz entspannt und chillig. Alter, ist das ein Rumgegurke, ey. Das ist ein 0-0 zur Halbzeit. Er muss einfach draufholzen. Aber das macht er nicht. Ja, eine äußerst langweilige Hälfte, möchte man meinen. Tja. Ich werde mal Kamerling einwechseln. Der 20-Jährige soll hier noch ein bisschen Erfahrung kriegen. Und dich werde ich auch mal einwechseln hier. So, ein bisschen schonen. Ich denke nicht, dass hier noch was anbrennt. Ja, unsere Verteidigung steht sicher. So, Freunde, jetzt will ich einen kontrollierten und guten Gegenangriff sehen. Ja, sehr schön. Simon, wird er etwa draufschießen? Er wird tatsächlich draufschießen und holt den Eckball raus. Eine starke Aktion von Zimmermann hier. Ja, wenn ich die KI spielen lasse, dann können sie die Spieler auch verdrängen. Ich selber kann das ja komischerweise nicht. Ein Eckball. Wo geht der Ball hin? Ach du Scheiße, was ist das denn, ey? Gute Aktion. Oh, und er holt den Freistoß raus. Mein lieber Scholli, ey. Okay. Das ist gut. Wenn er jetzt schlau ist, was er nicht ist, was ist das denn? Aber der Ball wird weiter vorne gehalten und das ist wichtig. Denn sie brauchen ein Tor, ansonsten sind wir nämlich qualifiziert. Und das verschafft uns alle schöne Zeit hier. Oh, das wird jetzt gefährlich, Leute. Oh. Oh, das wird doch mal spannend hier. Du machst jetzt nicht im Ernst. Was machst du da? Was machst du da? Leute, ich möchte ja nichts sagen, aber. Okay, das müsste ihre letzte Aktion sein. Oh. Okay, das war's. Das war's. 2-1 Hinspiel, 0-0 Rückspiel. Das war's. Wir sind für 16. Viertelfinale qualifiziert. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Zimmermann ist einen Tag verletzt. Das macht gar nichts. 1530. Ja, danke schön. 101 Fans. Moin.
Ja, damit sind wir qualifiziert und ich kann einen Spieler upgraden, nämlich den guten Bayer. So, der kann das mal hier lernen. So. Wir treffen auf Hansa Rostock. Okay. Okay, was ich auf jeden Fall. Okay, er kann noch gerade was lernen. Die Grätsche, ja, das finde ich sehr gut. Lernen wir mal die Grätsche. Wieso kann ich denn hier jetzt nicht über meine Verträge verhandeln, sag mal? Ich möchte gerne einen Spieler verkaufen. Okay, kann ich. Ja, ich werde mir jetzt mal bis zur nächsten Folge überlegen, welchen Spieler ich verkaufen möchte, weil ich würde gerne genau am Anfang der nächsten Folge sofort unsere Jugendakademie auf volle 2 Sterne upgraden, damit der Spieler, der zur Halbzeit kommt, die Stufe 10 bis 20 hat. Weil guckt euch mal an, Stufe 10 bis 20, das ist einer, der potenziell schon sofort in unsere erste Mannschaft kommen könnte und der erst 17, 18 ist. Ich meine, die meisten unserer Spieler sind so 28, 29, 30 und wir könnten zur Halbzeit ein Talent bekommen, was gerade mal so 17, 18 ist und genauso gut ist wie ein 29, 30-Jähriger. Das könnte passieren. So, du bist hier übrigens wieder fit. So. Sehr gut. Oh, das wäre echt geil, ey. 10 bis 20, das heißt mindestens 10. Das ist besser, glaube ich, als alles, was wir bisher bekommen hatten. Ja, wie es im 16. Finale des Prestigepokals weitergeht und ob wir tatsächlich den Aufstieg in die 4. Liga schaffen, das sehen wir vielleicht schon in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis dann und ciao.